wird von jedem eine harte Chefin. Und das ist der Mann, der das alles hier mit möglich gemacht hat. Tatsächlich war Alexander wirklich gesetzt. Und dann war natürlich die große Aufgabe, eine Besetzung für Rabil zu finden. Und wir haben wirklich den gesamten deutschsprachigen und auch türkischsprachigen Raum abgegrast nach einer Schauspielerin, die diese Energie hat, die diese Leidenschaft hat, die diesen Film komplett tragen kann, die perfekt Deutsch und Türkisch spricht und die möglichst auch mit einem Humor gesegnet ist, was zu dieser Figur unbedingt dazugehört. Und wie das Schicksal so wollte, kam schon in der ersten Castingrunde Meltem Kaptan. Also, und das war schon Liebe auf den ersten Blick. Wenn jemand so ein Schicksal erlebt, gibt es ja nur zwei Sachen. Entweder man ist ohnmächtig und liegt brach, oder man geht nach vorne. Und das war für mich so die Frage, was hat diese Frau für eine Kraft? Was ist das eigentlich? Weshalb sie das durchhält und so nach vorne gehen kann und auch nicht locker lässt? Und dann habe ich tatsächlich Rabih Konarz kennengelernt und es war also Liebe auf den ersten Blick, weil sie ist so eine großartige Person, hat so viel Energie, so viel Kraft und auch so viel Humor. Und das habe ich versucht im Drehbuch einfach wiederzuspiegeln, abzubilden. Also ja, und ich hoffe, das ist gelungen. Ja, da, ja, genau. Die Berlinale ist ja so eine internationale Geschichte und Menschen, die wirklich, wo das Herz so für einen Film schlägt einfach. Und dann hat es nochmal eine ganz andere Qualität. Ne? Und wenn da gerade so Weltpremieren, wenn etwas zum ersten Mal geboren wird und dann in dem Rahmen, also ich bin einfach nur glücklich und dankbar, dass wir diesen Rahmen haben dürfen dafür. Und ich freue mich einfach. Sie findet statt und das ist so ein Geschenk, mit dem Film hier heute Abend als Debüt einzuschneiden, Berlinale-mäßig. Ich fühle mich fantastisch. Mit einer Größe wie Andreas Wiesen drehen zu dürfen, das ist für eine junge Schauspielerin wie mich wahrscheinlich die größte Ehre meines bis jetzt jungen Schauspieldaseins. Die Kernbotschaft des Films ist für mich, dass man auch als scheinbar einfacher Mensch die großen Mächte dieser Welt besiegen kann. Wir sollten nicht resignieren. Die Welt ist veränderbar.